Die siebte Frage lautet: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ Die Frage lautet: Was ist der vollständige Iman und vermehrt und verringert er sich? Yani, was ist der vollständige Iman? Was ist das? Und steigt der Iman und sinkt er? Das ist die nächste Frage. Der Sheikh antwortete: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها وينقص بالضد ذلك. Der Sheikh antwortete auf die Frage, was der vollständige Iman ist und ob er sinkt und steigt, ob er mehr wird und weniger wird. Er sagte, der Iman, das Wort Iman, ist ein umfassendes Wort für den Glauben im Herzen und für die Taten des Herzens und für die Taten des Körpers und für die Aussagen der Zunge. Der Iman umfasst all das. Was umfasst der Iman? Den Glauben im Herzen und die Taten des Herzens. Was sind die Taten des Herzens? Wie zum Beispiel die Angst, die Liebe und die Hoffnung und das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das sind Taten des Herzens. Das heißt, der Iman umfasst den Glauben im Herzen, die Überzeugung im Herzen und die Taten des Herzens und die Taten des Körpers sind ebenfalls vom Iman. Und die Aussagen der Zunge sind ebenfalls vom Iman. Das heißt, die ganze Religion, die Grundlagen davon und die Zweige davon, die auf den Grundlagen aufgebaut sind, sind innerhalb des Iman. Das alles ist der Iman. Der Sheikh sagte, und darauf folgt, dass der Iman mehr wird und steigt. Und stärker wird durch die Stärke des Glaubens und die Vermehrung des Glaubens und durch die guten Taten und die guten Aussagen und die Vermehrung davon. Und dass der Iman sich mit dem Gegenteil davon verringert. Wer sich erinnert, der weiß, dass wir gestern erwähnt haben, dass der Islam und der Iman, wenn sie zusammen erwähnt werden, dass sie in der Bedeutung auseinandergehen. Wenn der Islam und der Iman gleichzeitig in einem Zusammenhang erwähnt werden, dann meint man mit dem Islam was? Die äußere, die sichtbaren Taten. Welche die Säulen des Islam sind. Und mit dem Iman sind dann was gemeint? Die inneren Taten. Was sind diese? Der Glaube im Herzen. Welche was sind? Die sechs Säulen des Iman. Das ist was, wenn sie zusammen erwähnt werden. Der Islam und der Iman werden zusammen erwähnt, dann ist mit dem Islam sind die äußeren Taten, die sichtbaren Taten gemeint und mit dem Iman sind die inneren Taten gemeint und das ist der Glaube im Herzen. Wenn diese zwei Worte aber einzeln erwähnt werden, dann umfasst jedes dieser Wörter auch das andere.
Bedeutet, wenn der Islam alleine erwähnt wird, dann umfasst der Islam die äußeren wie die inneren Taten. Und wenn der Iman alleine erwähnt wird, umfasst er was? Die äußeren und die inneren Taten. Deshalb antwortete der Scheich hiermit was? Dass der Iman ein umfassendes Wort ist. Was beinhaltet dieses Wort Al-Iman? Den Glauben im Herzen, die Taten des Herzens, die Taten des Körpers, die Aussagen der Zunge. All das ist vom Iman. Warum? Weil er hier alleine separat erwähnt wurde. Al-Iman ul-Mutlaq, der vollständige Iman. Bezüglich der Grundlage des Iman und des Islam sagen die Gelehrten, dass die Grundlage davon das Aussprechen der beiden Glaubensbekenntnisse ist. Das Sagen von Ashhadu an la ilaha illallah und Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, dass man bezeugt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist, die Aussage dieses Glaubensbekenntnisses mit dem Glauben daran ist die Grundlage vom Islam und vom Iman. Auf dem ist alles aufgebaut. Und dies umfasst was? Den Glauben an die 6 Säulen des Iman. Der Glaube an Allah und an seine Engel und an seine Bücher und an seine Gesandten und an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung im Guten wie auch im Schlechten. Das heißt, der Glaube sinkt und steigt. Was heißt sinkt und steigt? Er verringert sich und er vermehrt sich. Wie vermehrt sich der Glaube? Durch stärkeren Glauben, durch stärkere Überzeugung, durch mehr Taten des Herzens und durch bessere Taten des Körpers und wenn sie noch mehr werden. Dadurch steigt der Iman und durch das Gegenteil sinkt der Iman. Das heißt, als Beispiel, wenn jemand viel freiwillige Gebete verrichtet, so steigt dies seinen Iman und macht ihn stärker. Und so weiter mit den anderen Taten. Und das Gegenteil, wenn jemand Desinteresse hat und sich nicht interessiert an den Taten des Islam, so führt dies dazu, dass sein Glaube schwächer wird. Und wenn er dazu noch Sünden verrichtet, verringert sich der Iman. So, dass es sogar passieren kann, dass der Iman komplett verschwindet. Bis nur noch ganz wenig davon übrig ist. Und deshalb muss man auf diese Tatsache Acht geben. Viele Leute sagen, ich bin schwach. Warum bist du schwach? Du bist der Grund, warum du schwach bist. Du verrichtest zu wenig Taten. Du verbringst zu wenig Zeit bei den Unterrichten, welche dein Iman stärken und dich dazu bringen, noch mehr zu tun, noch mehr Gewissheit zu erlangen. Und deshalb muss der Diener darauf Acht geben, auf die Gefahr der Sünde. Denn der Iman sinkt und verringert sich, bis nichts mehr davon übrig sein kann. Und bei Allah suchen wir Zuflucht. Deshalb obliegt es dem Gläubigen, dass er seinen Glauben ständig erneuert und kontrolliert und mit sich selbst abrechnet, bevor der Tag kommt, an dem mit ihm abgerechnet wird. Heute sind die Taten ohne Abrechnung. Aber morgen ist die Abrechnung ohne Taten. Deshalb muss der Muslim
auf diese Sache Acht geben und immer Allah darum bitten, seinen Iman zu stärken und sein Herz zu festigen. Denn die Herzen sind zwischen zwei Fingern, von den Fingern Allahs, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, er dreht sie, wie er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir, uns zu festigen.